Frank's business must be booming. Shit. I really hope he's okay. Achtung, Angestellte des Arcadia Bay Krankenhauses. Neuerdings kommt es vermehrt zu Komplikationen bei der Narkose aufgrund des Drogenmissbrauchs zu Entspannungszwecken. Bitte machen Sie Ihren Patienten deutlich, besonders denen im Teenageralter, dass sie es zu ihrer eigenen Sicherheit angeben müssen, wenn sie Drogen genommen haben. Seien Sie hartnäckig, wenn Sie die Anamnese der Patienten aufnehmen. Oh ja. Das wäre doof, wenn man sich dadurch so schadet, weil man halt, ne... Ja, im Endeffekt sitzt man halt, ne, in der Scheiße, wie man so schön sagt, wenn man, wenn man was Verbotenes tut und dann in so einer Situation steckt. Aber gut. Was ist wichtiger, das geheim zu halten oder die Gesundheit? I'm so relieved that Rachel's awake. I should see her right away. Come on. Not that I have any coins anyway. Oh man. Jackpot. Was? Moment mal. Zuschlagen? Heißt das wirklich zuschlagen? Das würde ich nämlich hier nicht machen. Ich bin echt gerade nicht sicher. Ich hoffe, zuschlagen heißt nicht wirklich zuschlagen. Das wäre ziemlich unklug, es hier zu tun. Rachel's probably waiting for me. Ich traue mich fast nicht. Sean Prescott. What's he writing to the hospital about? Kannst du nicht ansehen? Doch, kannst du. Is this for real? Okay, Moment. Verwaltungsleiter Hofstadter oder so. Einer ihrer derzeitigen Patienten ist Andrew North, ein Schüler der Blackwell Academy, der auf dem Schulgelände verletzt wurde. Da die Sicherheit der Schüler eine der Kernverantwortungen einer jeden Schule ist, enttäuschte Blackwell in dieser Instanz Mr. North. Ich möchte daher persönlich und streng anonym für seine medizinische Versorgung aufkommen. Falls ich den Prozess irgendwie beschleunigen kann, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren. Sean Prescott. Okay. Okay, Sean Prescott hat mitgekriegt, dass Drew North verletzt ist und möchte die Behandlung zahlen, damit das halt alles so gut endet wie möglich. Da frage ich mich jetzt, was dahinter steckt, weil es ist ja so, dass das Drew die Uni wechseln wird, also die Schule wechseln, wie auch immer, Schule, Uni wechseln wird, also ich weiß nicht, ob er noch an der Blackwell noch zu Ende sein wird, aber ich glaube, der, oder wobei, er verlässt sie vielleicht sowieso, er verlässt vielleicht sowieso die Schule. Weil er ja sozusagen zu alt ist dann, weil er dann fertig ist mit der Schule. Und dann an die Uni geht, um dort dann, ne, in Oregon State University, wie die heißt, um dort dann hinzugehen. Das ist ja dann, glaube ich, nicht mehr lange. Aber ja, gut. Sean Prescott geht es anscheinend um die Außendarstellung seiner Schule. Seiner Schule, in Anführungszeichen. Ja. Naja, gut. Ist gut für Drew. Gut für Drew auf jeden Fall. Ansonsten, ja gut, will ich jetzt nicht so viel drüber urteilen. Ich bin froh, wenn es Drew gut geht. I wonder if Damon Merrick classifies as a biohazard. He's definitely human waste. So, und weißt du was? Was diesen Automaten angeht, da traue ich mich ehrlich gesagt gar nicht. Weil man doch hier unter Beobachtung steht, hier irgendwas zu tun, wenn man kein Geld hat. Deswegen, nein, lieber nicht. Traue ich mich nicht. Guess the citizens of Arcadia Bay aren't feeling so generous. Mhm. Spenden. Die Feuerwehr von Arcadia Bay braucht ihre Hilfe. Ihre großzügige Spende wird dabei helfen, Waldbrände zu bekämpfen und die Arbeit der Feuerwehrleute sicherer zu machen.
Ja gut, ich muss auch sagen, dieses Spendending ist auch nicht gerade auf dem Präsentierteller. Und dann gibt es ja so Leute wie dich, Chloe, die gar kein Geld haben, was sie spenden könnten. Ne? Naja gut, weiß ich nicht. Dafür gibt es auch wieder Leute, die könnten spenden und tun es nicht. Und ja, wie auch immer. So, und da ist, wie gesagt, denke ich mal, wie heißt der Anthony, der Vater von Joe und Mikey? Ich glaube, der hieß so. Okay. Dann schauen wir uns mal vorsichtig um, ob es hier irgendwas gibt. Sieben. I'm so relieved that Rachel's awake. I should see her right away. Genau, Anthony North. Ich wusste es. Ha. Ich kann mir Namen merken anscheinend. So. Is this Drew's room? Ja, ist es. Eindeutig ist es das. Und hier ist Anthony. Können wir mit ihm reden? Ja, können wir. Is that Mikey and Drew's dad? I wonder how he's doing. Ich auch. All right then. Thank you. Hi, Mr. North. That's me. And you are? I'm Chloe. You here to see Drew? Yeah. Wie läuft es so, nett sie kennenzulernen? Ja, erst nett sie kennenzulernen, warum nicht? Well, it was nice meeting you. Likewise. Oh, excuse me. Das war's schon. Hätte da mehr bei rauskommen können? Anthony seems like a good father. Schade, wenn ich jetzt die kürzere Variante genommen hätte. Naja. Hey! You made it. Oh. Hey, Chloe. Hey, Drew. Super Tag, wie? Wie geht's deinem Knie? Das finde ich eher interessant. How's your knee doing? Do they think it's gonna heal? I'm not sure actually. It's too early to tell. Sorry to hear it. It's all good. Love the hair, by the way. Pretty cool. Danke, Barbarenfarben. Du solltest es probieren. Ja, warum nicht? I bet you'd look cool with a little color. Yeah? I'll have to think about it. Maybe something red? Hey, any news about Rachel? Her mom seemed hopeful. She just woke up. I'm going to see her soon. How'd she get hurt? You'll think I'm joking when I tell you, but I'm not. What happened? She got stabbed in the arm by Demon fucking Merrick. Seriously? It wasn't because of me, was it? Moment. Hat er irgendwas damit zu tun? Nicht direkt, oder? Zumindest würde ich nicht sagen, dass er Schuld hat. Ich hätte vorsichtiger sein sollen. Sagen wir einfach wegen anderer Probleme. Ich meine, es hat ja letztendlich Endes nicht so direkt mit dem Geld zu tun, sondern vielmehr wegen der ganzen Staatsanwaltschaftsgeschichte da und so, ne? Wegen, ne? James und so. Und habe ich ja schon gesagt. No. Somehow we've got our own shit with him now. That's crazy. Fuck that guy. I wish I could get my hands on him. Drew, chill out, okay? I'm headed out. Everything okay in here? Yep. Yeah. Don't have too much fun now. Try to keep it appropriate for the hospital. Bye, Dad. See ya, Pops. Maybe
shouldn't have mentioned Damon. Rachel's waiting for me. Shouldn't stay here too long. Puh, wieso ist Reden auf B? Das ist doch sonst nie auf B. Damn. Drew looks really low. Ja, jetzt hat er so einen Kratz und so eine Wut, ne? Dadurch, dass der Name gefallen ist. Oh, I wanna eat that. Right now. Geht das? Nein. Wäre zu schön. Those must be from Steph's parents. George und Lila? Those must be from Steph's parents. Eins von beiden. Gingrich, genau. Okay. Ich wundere mich echt gerade, warum Reden auf B ist. Es war noch nie auf B. Immer auf A. I'm so relieved that Rachel's awake. Ich weiß, dass du zu ihr willst. I should see her right away. Ich will auch wissen, wie es ihr geht, aber ich will auch wissen, was hier so los ist. That'll be an interesting read. Bio-Hausaufgaben. Nimmst du noch an der Prüfung am Montag teil? Mehrfachauswahl. Alle ungeraden Fragen auf Seite 237. Freie Antwort, Fragen 1, 3, 6, 7 auf Seite 259. Falls du dich fit genug fühlst, ich arbeite an einem Artikel über bestimmte Freizeitaktivitäten in Blackwell. Vielleicht kannst du mir einige Fragen beantworten. Erhol dich gut, Juliet. Was heißt das? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Naja gut, Hausaufgaben halt. Weiß ich gar nicht, ob da irgendwas mehr dahinter steckt. In 8 out of 10. Okay. Ich frage mich, inwiefern diese Skala tatsächlich irgendwie relevant ist. Aber, ja. Ja, weiß auch nicht, was ich sagen soll. Moment, Dr. Bill? Ist das Dr. Bill oder was? Nee, Dr. Bill ist doch so ein Psychologe oder sowas. Erziehungswissenschaftler, was weiß ich, oder? Der hat doch hier nichts verloren. Okay. Split. Was? Tibial. Okay, es steht schon auf Deutsch hier auch, ne? Mit, Schienbeinkopffraktur. Das heißt, es tatsächlich das Gelenk ist. Ich nenne mal, man hat hier so ein Gelenk, das ist doch so eine Kugel, die in so einem Gehäuse sozusagen drin sitzt, ne, wo sich das dann da drin bewegen kann. So funktioniert doch, glaube ich, ein Gelenk, oder? Wenn ich bin hier, ich bin kein Arzt oder sowas, ich habe keine wirkliche Ahnung davon, aber so müsste doch es ungefähr funktionieren. So, und dann ist dieser Kopf anscheinend gebrochen bei ihm. Und das Ziel ist, achso, das steht hier gedruckt. Ja, und das, boah. Kann ich mir gar nicht vorstellen, was das bedeuten kann. Ich bin kein Arzt. Ich habe davon nicht viel Ahnung. Aber sie sagen ja, sie sind nicht sicher, ob das noch wird. Das ist doof. Vor allem, weil das halt sein Zukunftsplan ist, ne, das Sportler zu werden. Das ist echt mies. Look at that. Wells being nice for a change. Drew, ich möchte mein tiefstes Beileid für Ihre Verletzung ausdrücken. Ich strebe danach, Blackwell zu einer sicheren Umgebung zu machen, die alle Schüler willkommen heißt. Jetzt erkenne ich, dass ich in diesem Bestreben in vielerlei Hinsicht versagt habe. Ich möchte, dass Sie wissen, dass die Schüler und die Fakultät von Blackwell auf Ihre baldige Genesung hoffen. Blackwell ist sich Ihrer Abwesenheit schmerzlich bewusst. Ich habe sichergestellt, dass Ihre Trainer bereit sind, alle Bedürfnisse zu erfüllen, die zu Ihrer Gesundung erforderlich sein könnten. Aufgrund der Tatsache, dass Sie auf dem Blackwell-Gelände verletzt wurden, kann ich nicht anders, als mich verantwortlich zu fühlen. Ich suche bereits nach neuem Sicherheitspersonal. Falls es irgendetwas gibt, das ich tun kann, damit Sie sich nach Ihrer Rückkehr sicherer fühlen, zögern Sie bitte nicht, mir dies mitzuteilen. Mit freundlichen Grüßen, Direktor Ray Wells. Und wieder frage ich mich an der Stelle, was wäre zum Beispiel, wenn Skip nicht hingeschmissen hätte?
Was würde dann da stehen? Würde es dann da auch stehen? Es gäbe ja auch die Möglichkeit, dass man dazwischen gegangen wäre. Ne? Und damit verhindert hätte, dass Drew sich so verletzt hat, hätte, wie er sich verletzt hat. Ne? Ist die Frage, was dann hier passiert wäre. Weiß ich nicht. Man könnte nochmal das durchspielen und das andere ausprobieren, nicht wahr? Könnte man. It's nice that Mikey and Steph seem to be staying here all day. Ja, ich denke mal, das ist schön für Drew auf jeden Fall. Sie fragen, was macht man in so einer Situation, wenn man da liegt, ne? I'm so relieved that Rachel's awake. I should see her right away. Ja, ich weiß, ich auch. I think the football team needs thicker helmets. Was hört? You lost your balls. Congrats on your vasectomy. Ich habe gehört, deine Eier sind futsch. Glückwunsch zur Vasektomie. Okay, was sagt uns das? Yep. Definitely too many concussions. Yep. Eindeutig zu viele Gehirnerschütterungen. Okay, Moment. Rest up. Now, Moment, wir steigen auf Deutsch um. Jetzt kannst du ohne Angst spielen. Du hast es drauf, Mann, Logan. Bewahr ein paar Schmerztabletten für mich auf, Zack. Du hast den schlimmsten Biotest aller Zeiten verpasst. Armand kenne ich gar nicht. Ich glaube, den kennt man auch so allgemein nicht. Erhol dich, Jackson. Jackson weiß jetzt auch nicht, was ich damit anfangen soll. Okay. Gut, Moment. Ach, das gilt für Steph und Mikey, oder was? Genau. Reden wir mal mit beiden. Drew's been in a lot of pain today. Ach, das war's schon. Drew's been in a lot of pain today. Alles klar. Hier ist auch das B. Guck mal, für Reden. Vielleicht ist es deswegen, weil es kein so richtiges Reden ist. Keine Ahnung. Hey. Sorry for losing it there. It's nice of you to come by. Okay, es ist doch ein richtiges Reden. Ja, kein Problem. Erhol dich gut. Erhol dich gut. Ich glaube, das ist wichtig. Feel better. I mean, no pressure. I know it's gonna take a while. You know what? I'm kind of tired. Oh. Right. I'll leave you alone. Dude, leave me alone. Okay. Mir fällt auch gerade auf, dass die... I'm so relieved that Rachel's awake. Warum kann ich das auf einmal nehmen? I should see her right away. Moment. Ich fand gerade, dass die deutsche Übersetzung irgendwie negativer klingt, als das, was auf Englisch sagt, aber okay. Damn. Drew looks really low. Warum sollte ich das nehmen? Das verstehe ich gerade nicht. Oh, I wanna eat that right now. Ich verstehe nicht ganz, warum. Hä? Warum? Hä? Moment, nee, füttern ist nicht. Er kann das selbst essen. Das nee. Hä? Warum nehmen? Rachel's probably waiting for me. Warum nehmen? Warum soll ich ihm sein Eis wegnehmen? Oder was das ist? Pudding. Sorry, Pudding. Stimmt ja. Steht ja da. Warum soll ich es nehmen? Ich traue mich irgendwie nicht. Aber andererseits denke ich auch, was kann schon passieren? Ich bin verwirrt. Ich mach's jetzt einfach. What do you think you're doing? You don't want that pudding, right? I'll take it off your hands for you. Over my dead body. Wonder if a little friendly competition will cheer Drew up. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ich bin mir wirklich nicht ganz sicher, ob das wirklich die richtige Idee ist, aber... Irgendwie... Der scheint nicht böse zu sein, was Chloe gerade gemacht hat. Tatsächlich könnte das vielleicht sogar gut enden, keine Ahnung.